Die Stimme, um die es heute bei uns in Belcanto geht, ist nun genau gegensätzlich, genau das Extrem von diesem reizvollen Altus- oder Countertenorfach. Es ist die tiefste Männerstimme, der schwarze Bass.
Besonders die Besucher der Leipziger Götterdämmerungspremiere 1976 staunten nicht wenig über diesen schwarzen Bass, von dem sie nicht wussten. Dabei war er schon seit 1962 auf der Bühne der Berliner Komischen Oper zu hören, zunächst in kleineren, dann in immer größeren Partien, aber er war eine Hauptattraktion des Ringes in Leipzig. 1974 war er schon in der Walküre als Hunding zu hören, Fritz Hübner, eine Stimme, die Berliner Opernfreunde schmerzlich vermissen. Am 16. Juni dieses Jahres ist er verstorben. Sein Werdegang ist so unkonventionell, wie es für einen Sänger nur irgend möglich ist. Der junge Fritz Hübner wollte etwas Handfestes lernen. Er war immer eine handfeste Gestalt und es drängte ihn zu einem formenden Beruf, zum Tischler oder Bautischler. Mit seiner Familie musste er die tschechische Heimat verlassen 1946 und kam die Gegend von Bernburg. Da war keine Möglichkeit zu einer Lehrausbildung, also fuhr er mit dem Fahrrad 3 Jahre lang täglich in das doch ganz schön entfernte Dessau und landete dort schließlich in der Werkstatt des Landestheaters Dessau. Und sei es nun, dass die musische Umgebung ihn ein bisschen angeregt hat oder dass es familiäre Belastungen wurden, so ganz heimlich nahm er nebenbei Gesangsunterricht in Dessau. Und irgendwann, er hatte es vielleicht dann wieder vergessen, hatte er sich auch mal so provisorisch zum Vorsingen angemeldet. Wenn er nun schon im Theater arbeitet, wenn auch in der Tischlerwerkstatt, dann ließe sich ja das wohl mal machen. Ein paar Tage vor Silvester 1953 kam ein Bote der Intendanz, er möchte doch gleich mal zum Vorsingen auf die Hauptbühne kommen. Natürlich, so hatte er sich das nicht vorgestellt. Er wollte sich doch dann vorbereiten, wenigstens umziehen, sagen, nein, nein, die Zeit drängt, ich bin sicher, es ist jemand ausgefallen. Es half alles nichts, seine Kollegen schoben ihn halb lachend, halb mitleidig aus der Tischlerwerkstatt auf die Bühne und da stand er in seinem blauen Mantel noch mit Hobelspänen dran und sang. Haltet euch bereit, macht die Kehle frei. Eins, zwei, und drei.
Zollzöllner als Falstaff in den lustigen Weibern. Der gutmütige Intendant Bodenstein und der Generalmusikdirektor Grottger klopften dem jungen Mann auf die Schulter und sagten, er müsse nicht zurück in die Tischlerwerkstatt, er könne sich in aller Ruhe umziehen und er brauche eigentlich überhaupt nicht wiederzukommen. In einer Position in Dessau war nicht frei, aber mit einem Empfehlungsschreiben des Intendanten und des Generalmusikdirektors hatte er eigentlich in der Tasche, was er brauchte. Und im Januar des nächsten Jahres stand er auf der Bühne als Chorsänger zunächst im Stadttheater Köthen. Er hat dann den Beruf sehr ernst genommen. Es ging über Dessau, Leipzig weiter, zunächst als Chorsänger, bis er ein gewisses Repertoire hatte und sich sicher war, dass er wirklich Opernsänger werden wollte. Und schließlich hat er den Sprung nach Bernburg benutzt, um ins Solofach zu wechseln und hat hier mit einer gar nicht so unbedeutenden Partie seine Solokarriere begonnen mit dem Sparafucile in Verdis Rigoletto. Ja, dann war er noch in Nordhausen und an Landesbühnen Sachsen und irgendjemand hat ihn dann an die Komische Oper geholt 1962, wo er zunächst eine kleine Partie nach der anderen sang, aber immerhin so in das Ensemble integriert wurde, dass er Zeit hatte zu reifen und die großen Partien ließen dann nicht sehr lange auf sich warten. Nicht ein Mensch so.
Das war Fritz Hübner mit der Hallenarie des Sarastro aus Mozarts Zauberflöte. Von Natur aus war Fritz Hübner ganz sicher ein tiefer, ein seriöser, schwarzer Bass. Aber die komische Oper bot ihm Gelegenheit, alle Facetten seines Könnens auszuprobieren. Er war an komischen Partien zu hören. Er war unter anderem der Masetto in der Giovanni-Inszenierung von Walter Felsenstein. Und ein ganz wichtiger Höhepunkt seiner Karriere an einer komischen Oper war dann 1970 der Porgy in der Götz-Friedrich-Inszenierung von Porgy and Bess. 1974 zog Fritz Hübner die Konsequenz aus den wachsenden Nachfragen nach Gastspielen. Das Repertoire der komischen Oper war ja zu allen Zeiten aus guten Gründen begrenzt und er wechselte über zur Staatsoper und nahm auch einen Gastvertrag am Leipziger Opernhaus an. Und damit wuchs er in die Umgebung hinein, in die er hineingehörte. Der liebe Gott hat mich zum Engel eingeladen.
Das war Fritz Hübner mit der Erzählung des Pimen aus Mussorgskis Boris Godunow, eine Aufnahme aus den 60er Jahren. Ja, und nun kommen wir zum Höhepunkt, zur Krönung der großen Karriere des Fritz Hübner, der eigentlich nie durch eine Ausbildung belästigt wurde. Die Dessauer Musikpädagogin Johanna Stieler, die ihn während seiner Tischlerlehrzeit betreut hat, sie war seine Ausbildung, den Rest hat er sich in der Praxis geholt und man möchte meinen, der Weg innerhalb von knappen 25 Jahren aus der Tischlerwerkstatt des Landestheaters Dessau auf die Bühne des Festspielhauses in Bayreuth, das ist ein natürlicher Weg und der Kerl, der dann als Hagen oder zunächst als Fafner 1978 als Hagen kam er 1979, der dann auf der Bühne stand, an dem merkte man, der hat sich einen Wind um die Ohren wehen lassen. Das war ein Hagen, den man nicht so schnell vergisst. Hören Sie eine Szene aus dem ersten Akt, kurz vor Siegfrieds Ankunft, aus dem ersten Akt der Götterdämmerung. Thank you.
wird es ganz. Nun redet.
Eine Szene aus dem ersten Akt der Götterdämmerung, 1980 in Bayreuth live aufgenommen, mit Janine Altmaier, Franz Mazura, Manfred Jung und mit Fritz Hübner als Hagen. Natürlich wurde, wie 1976 in Leipzig, auch 1979 und in folgenden Jahren, die Mannenszene des Hagen ein Höhepunkt der Götterdämmerungsaufführung. Here, here, here.
Das war Fritz Hübner und der Herrenchor der Bayreuther Festspiele in einer Aufzeichnung aus dem Jahre 1980. Die berühmte Mannenszene, eine Szene von nur scheinbarer Harmlosigkeit und Lustigkeit, aus dem zweiten Akt der Götterdämmerung von Richard Wagner. Hier konnte Fritz Hübner zeigen, zu welcher
Stentorgewalt seiner Stimme fähig ist, wobei gleichzeitig auffällt, wie bewundernswert Boulez mit ihm an der Diktion gearbeitet hat. Der Komödiant Fritz Hübner, der kam vielleicht noch mehr zur Geltung 1978 als Fafner.
hast du vollbracht. Viel weiß ich noch nicht, noch nicht auch wer ich bin. Hier wort ich zur Linken, reizest du selbst deinen Mut. Der Tod des Schafner als Drachen, eine Szene aus dem zweiten Akt des Siegfried von Richard Wagner, ein Mitschnitt aus Bayreuth 1980 unter der Leitung von Pierre Boulez, spielte das Festspielorchester und es waren zu hören Manfred Jung und Fritz Hübner. Diese Bayreuther Festspiele ab 1978 waren sicher der äußerliche Höhepunkt in der großen Karriere des Fritz Hübner, um den die Berliner Opernfreunde trauern. Am 16. Juni dieses Jahres ist er 67-jährig in Berlin verstorben. Thank you.
was sagt ich, o Wahnsinn? Das war zum Schluss unserer Erinnerungssendung für Fritz Hübner, die Arie des Fiesco aus dem Prolog der Verdi-Oper Simon Boccanegra, eine Aufnahme aus den 60er Jahren.